Hallihallo und Hallöchen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scrap mich, Henning. Eben hatten wir den wunderschönen Fahrstuhl, der mit der außerordentlichen wunderschönen Kante. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch dieses Produktvideo unbedingt anzuschauen, genau so wollte ich sagen. Aber heute geht es nicht um diesen schönen Fahrstuhl, sondern um diese wunderschöne Kreation. Und ja, die sieht wirklich gut aus, ja. Also ich finde die Optik wirklich schick. Ich lese das mal vor. Lars Mo mal wieder. Lars war schon einmal dran und zwar hat er da diesen Tieflader gezeigt. Heute ist er wieder dran und zwar mit seinem Geländewagen. Das ist mein Geländewagen. Ich erlaube einen YouTuber ihn vorzustellen, möchte aber mit meinem Namen genannt werden. Machen wir natürlich. Knöpfe. Erstens Blinker links, zweitens Blinker rechts, 1 plus 2 Warnblinker, 3 und Tür, also 3 ist an die Tür, 4 Motorhaube, 5. Klappe hinten, 6. Abblendlicht, 7. Fernlicht, 8. Radio, 9. Super. Knöpfe anderer Sitze, 1 Tür. Jetzt noch viel Spaß beim Fahren, das werden wir natürlich haben. Warum spreche ich denn heute so schnell? Weiß ich auch nicht. Wir gucken uns das gerne alles mal an. Und zwar, wow, oh, da hat man aber wirklich viel Platz, guck mal. Das sieht cool aus hier, ne, mit diesen zwei Dingern. Das könnte man so quasi als Bildschirm gelten lassen. Voll cool, voll viel Platz. Und zwar hat er hier so Kasten, so. Oh, guck mal, wow, das ist ja geil. Guck dir das an, guck es dir an. Das ist cool, das gefällt mir richtig gut. Erstmal alles hier durchdrücken. Dann hat er hier noch geschrieben, vorne ist auch noch irgendwas zu achten. Oh, der Motorraum. So ordentlich. Oh, warte mal. Oh nein, ein Farb. Warte, das beheben wir. Das kann ja mal passieren. So, Farbfehler beseitigt. Zack. Oder sollte das so sein? Weiß ich natürlich nicht. Kann natürlich sein. Zack. Haben wir hier noch was? Nee. Haben wir hier noch was? Oh, guck mal. Ah, das machen wir aber von der anderen Seite. Zack. Wie gesagt, es kann ja sein, dass ihr gleich ganz viele Folgen auf einmal bekommt, dass ich die heute noch alle freischalten werde im Laufe des Tages, also Montag so, weil ich ja eben die Folgen nachholen möchte und dass wir dann quasi ab Montag wieder aktuell sind. Also ich werde, wann hatten wir die Folgen nicht mehr aufgenommen? Ab Donnerstag, ne? Also Donnerstag kam ja keine mehr, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Dafür 4, Montag wäre dann die 5. Also dass ich jetzt 5 Stück am... Also 5 Folgen am Stück aufnehme und Dienstag käme dann quasi um 10 Uhr wieder regulär. Ne? Vielleicht auch schon Montag, also morgen in dem Sinne. Oder nachher, ne? Um 10. Also die 5. Das heißt, jetzt am Stück haue ich dann 1, 2, 4 Stück raus. Ja, also nicht wundern, wenn 4 Stück auf einmal kommen. So, da, so viel dazu. Wir gucken mal, wie das Fahrzeug so fährt. Also Blinker 1, Blinker 2. Und 1 und 2 war Warnblinker. 3, Tür zu. 4, Motorhaube. 5, hintere Haube. Das finde ich cool, das sieht irgendwie voll cool aus. Auch mit den Schrägen, guck mal. Voll die coole Idee. Das könnte ich auch für meinen Anhänger benutzen. Ich muss auch mal meine Kreation, wie gesagt, updaten. 5 ist Licht. Oh, 6 ist nochmal Licht. 7, Radio. 8, Dampferhupe. Und das war's eigentlich. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal, oder? Oh, das fährt gut. Oh, ich glaube, das fährt wirklich gut. Ich will auch mal von innen gucken. Wird ja immer bemängelt. Innen haben wir eine sehr spontane Ausstattung, eine sehr schlichte. Aber funktioniert. Wir fahren mal heute andersrum. Und die Performance ist top. Lars, sehr schön. Muss ich ja sagen. Ich fahre gerne lieber außen. Wie geländig ist das Fahrzeug denn? Oh, ist okay. Also ist jetzt... Doch, ist okay. Also nicht mit Vollspeed, aber geht. Doch, geht ganz gut sogar. Blinken wäre jetzt auch möglich. Oh, die fährt sich wirklich gut, die Kreation. Also ihr müsst das selber mal ausprobieren, ne? Ist meistens sowieso besser. Kommen wir auch unten lang? Unten fahre ich ja relativ selten lang, weil ich immer das Gefühl habe, die Kreation schaffen das nicht. Aber hier würde ich es mir, also der Kreation traue ich es auf jeden Fall zu. Wow, wow, die ist wirklich gut. Jetzt müssen wir ja hier auch wieder hoch.
Na, habe ich der Kreation doch zu viel zugemutet? Ah, wir gucken mal. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, nein. So, ein bisschen Schlinge fahren. Ja. So, dann sollte es eigentlich klappen. Komm, das schaffst du. Nein, 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 nein. Warte. Komm, enttäusch mich nicht. Los. Also, wir kommen noch vorwärts. Das könnte nur ein bisschen dauern. Ich würde es jetzt schaffen. Als ob ich jetzt aufgebe. Als ob ich jetzt aufgebe. Warte. Man muss nur manchmal ein bisschen Geduld haben. Und was macht ihr so? Ah, guck mal, er schafft es. Er schafft es. Er schafft es ganz leicht. Aber er wird schneller. Jetzt denkt sich der ein oder andere bestimmt, Tarindor, ist das jetzt dein fucking Ernst? Ist das jetzt dein fucking Ernst? Dass du nach 6 Minuten uns hier 30 Sekunden angucken lässt? Er würde es aber schaffen, oder? Jetzt mal ernsthaft. Er würde es schaffen. So. Er würde es schaffen. So, ich helfe ihm jetzt aber mal ein bisschen. So. Also hier, das sollte dann wirklich kein Problem sein. Ups, 3. Los, los, los. Komm, ja, Baby. Nein, ich weiß nicht mehr, wie das Licht war. Scheiße. Wow. Moment, ihr wollt da wieder hoch? So, 6, 7. So, das wollten wir machen. Und dann einmal die 2 zum Blinken. Ja, das macht man auch viel zu selten. So, sehr schön. Also, er hätte es geschafft, oder? Doch, er hätte es geschafft. Er hätte nur mindestens 10 Minuten warten müssen. Ja, aber ich will ja nicht sagen, dass... Tarindor, du streckst deine Folgen immer in die Länge. Ja, du könntest ja auch mal schneiden, du faule Sau. Könnte ich machen, hast du recht. Schaffe ich aber irgendwie zeitlich nicht, weil das Problem ist, mein Rechner ist nicht so gut. Und Rendern dauert immer so unglaublich lange. Und wenn er dann rendert, dann kann ich nichts mehr machen. Das heißt, angenommen, ich würde jetzt die Folge hier irgendwie schneiden. Das habe ich ja damals immer gemacht. Dann habe ich das Problem, dass ich keine zweite Folge gleich im Anschluss wieder aufnehmen kann. Und ja, ich habe leider nicht die Zeit, immer 10, 20 Minuten zu warten oder auch mal, ja, 10 wäre ja noch schön, 30 Minuten zu warten pro Folge. Das schaffe ich leider nicht, ne? Also, wenn ich jetzt mal ein Video habe, wo es sich dann, wo man wirklich schneiden muss, angenommen Vlog oder sonst, dann würde ich es machen, ne? Aber hier, wozu? Meine Güte. Ja, wozu? Oh, ich habe also die Tür geöffnet. So. Was bleibt denn zu sagen bei dieser Kreation? Also ich muss sagen, sie ist wirklich gelungen. Sie fährt auch echt gut. Ihr solltet das selber mal ausprobieren. Sie ist nicht kippgefährdet, muss ich sagen. Ja, und ich finde... Hat schon so ein bisschen Style vom Kerge, oder? Der Kerge baut doch auch so ähnlich. Oder ist das jetzt... Oh, warte mal. Ich glaube, die Lenkung hakt. Aber das ist... Nee, das war eben, weil ich da irgendwas gemacht habe, bestimmt. Wir, ja, ne? Doch. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich... Hakt die jetzt oder hakt die jetzt nicht? Doch, wir müssen ja auch... Ach so, die Tür. Ja, okay, das Problem, das kenne ich ja bei jeder Kreation. Das ist ja nicht nur bei seiner. Das Problem kennen wir ja inzwischen. Nee, die geht doch. Guck mal, hab mich nur verguckt. Okay, funktioniert. Ja, da würde ich sagen, war es das eigentlich schon von dieser Kreation. Das war aber wirklich eine schnelle Kreation. Ich muss sagen, optisch gefällt mir das Fahrzeug echt gut. Wir können gerne nochmal unten gucken. Aber ich glaube, unten ist auch nicht mehr so viel, oder? Nö. Guck mal. Das ist ja wirklich schlicht. Jo, dann machen wir noch ein schönes Thumbnail gemeinsam. Zack. Ich mache das jetzt mit euch zusammen. Dann blenden wir das einmal kurz aus. So. So sieht gut aus, oder? Wir werden immer besser. Zack. Und dann war es das von dieser Kreation, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic. Folgt uns auf Discord oder auf Steam. Ihr kennt das ja schon. Und tschüdelülö, ne? Und ach ja, was ich auch nochmal sagen wollte. Die Livestreams für den Tieflader beziehungsweise für den Schwertransporter gehen auch irgendwann weiter. Gebt mir da noch ein bisschen Geduld. Ich bin momentan in einer kreativen Flaute. Ich weiß nicht, wie ich vorhin das Fahrzeug bauen soll, ja? Und es macht auch keinen Sinn, einen Stream zu starten, sage ich jetzt mal, nur um Klicks zu generieren oder irgendwie sowas, wenn ich gar keinen Plan habe, wie ich das Fahrzeug überhaupt bauen möchte, ne? Ich brauche ein paar Tage,
Und dann läuft das. Genauso wie mit dem Bus. Der wäre eigentlich schon fertig, aber die Pistons machen noch Probleme und ich würde ihn gerne mit den Pistons hochladen. Wir müssen mal gucken. Na? Also Geduld und jo, tschüdelülü würde ich sagen. Ne? Wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge. Also gleich. Tschüdelülü. Wie kriege ich denn die Aufnahme wieder aus? Ah, jetzt. Und zwar in 3, 2, 1. Ciao. Das klappt ja wunderbar. Das klappt ja wunderbar. Warte mal, wir versuchen das noch einmal. Welche Tasten waren das? In 3, 2, 1, tschüss. Jetzt geht doch aus.